Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Lange Pause wieder mal, aber es geht weiter. Es geht immer ein bisschen weiter wieder. So. Okay, ich habe gerade erst gesehen, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, wo ich gespeichert habe das letzte Mal. Das war ja an einer sehr dramatischen Stelle. Jetzt verstehe ich die Kommentare von wegen, wann geht's denn endlich weiter und so weiter. Noch mehr, weil, na, das war jetzt, huiuiui, an einer sehr spannenden Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie sie den kommenden Bosskampf umgesetzt haben. Ich habe offensichtlich noch nicht gehandelt, oder? Weil sonst hätte ich die Krone verkauft. Es sei denn... Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Es sei denn, ich wollte die Krone vielleicht aufheben, absichtlich. Damit ich die noch mit anderen Steinen bestücken kann. Wie war das? Ja, genau. Die Krone ist am wertvollsten, wenn man sie mit... allen Farben einzeln bestückt, ne? Ich glaube schon. Das heißt, wenn ich noch einen gelben viereckigen Stein finden würde, könnte ich die Krone halt maxen. Dann ist die, glaube ich, 100.000 wert, wenn mich nicht alles täuscht. Ha, ja, das wäre schon vielleicht sogar eine Überlegung wert. Okay, Messer und Weste sind repariert. Eine gut eingestellte Waffe. Broken Butterfly haut auch schon rein. Ich könnte noch die Angriffskraft der TMP ein bisschen boosten. Angriffskraft ist immer gut. Angriffskraft geht immer. So, schauen wir mal schnell. Waffenauswahl sieht gut aus. Okay, ich bin bereit. Ich speichere nochmal. Ich weiß, wir haben gerade erst angefangen. Aber ich finde, man kann nicht oft genug speichern. Let's go! Ich bin sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt nicht nur der Gegner kommt, sondern dass es da drin auch noch wuselt wie sonst noch was. Oder aber, dass zwei von denen gleichzeitig kommen. Schauen wir mal. Ich rechne jetzt mal mit allem, ne? Also, nice wäre es, wenn der da hinten aufsteht. Sprengbolzen. Ja, Armbrust. Ich habe die Armbrust wirklich... Ich habe Resident Evil 4, also ohne Berserker-Mod, glaube ich, mittlerweile 400 Mal durchgespielt ungefähr. So Pi mal Daumen, grob geschätzt. Und ich habe, glaube ich, noch nie in einem Run ernsthaft die Armbrust benutzt. Und jedes Mal komme ich in Situationen, wo ich mir denke, ah ja, hier wäre die Armbrust wahrscheinlich schon gut. Aber ich mache es trotzdem nie. Okay, bis jetzt noch alles ganz normal. Zu normal. Na, können wir gleich kombinieren. Ich glaube, ich habe noch nie dieses Herstellungsmenü hier benutzt. Das war gerade nur, weil ich mich irgendwie, weiß ich nicht, Tasten nicht gewöhnt bin. Du bist doch Ramons Schoßhund. Oh, sollte das Ding nicht funktionieren? Shit. Okay, wartet mal. Was ist jetzt los? Habe ich keine Eisduschen? Ist das die Veränderung hier jetzt? Eieieiei. Das ist aber unschön.
Sollte ich dann überhaupt versuchen, den zu töten? Ich habe das in meinem ersten Playthrough, da habe ich aber auch nicht auf Standard gespielt und auf Hard, ne? Aber in meinem ersten Playthrough habe ich es echt nicht geschafft, den zu töten. Ich habe alles in den reingesteckt, was ich hatte. Es hat nicht gereicht. Und wenn ich jetzt keine Eisduschen zur Verfügung habe im Berserker-Mode, frage ich mich, ob es überhaupt... Ja, einfach mal durch die Wand durchsnipen, natürlich. Ob es überhaupt Sinn macht, zu kämpfen. Die Frage ist halt, geht das überhaupt, wenn ich ihn nicht einfriere? Ah, jetzt geht er. Ich habe ihm genug Schaden gemacht, anscheinend. Oder er formiert sich nur schnell neu. Schauen wir mal. Okay, anscheinend muss man ihm hier nur genug Schaden machen, alles klar. Aber bis jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Mod immer noch sehr cool. Aber wisst ihr, so der Dorfbereich... Oh, okay, alles klar. Der Dorfbereich hat mich echt fasziniert. Da habe ich mir immer wieder gedacht, wow, was für coole Ideen, was für coole Gegnerkombinationen. Und hier ist es jetzt so, dass da ein Regenerator kommt. Und hier ist es jetzt so, dass ich mir denke, so, okay, jetzt fällt ihnen nicht mehr viel ein. Aber vielleicht muss ich das jetzt gerade wieder zurücknehmen, wenn ich mir das so angucke hier. Iron Maiden auch noch. The fuck. Bisschen viel vielleicht, oder? Bisschen viel vielleicht. Das ist schon wieder cool. Muss ich schon zugeben, das ist schon wieder cool. Vielleicht muss ich meine Kritik erstmal wieder zurücknehmen. Aber dass ich keine Eisduschen habe, fühlt sich ehrlich gesagt eher ein bisschen wie eine nervige Schikane an, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so gut. Nee, die funktionieren auch nicht. Okay, dann ist das ein Feature und kein Bug hier. Ach, shit. Das ist schlecht. Jetzt kommen da hinten auch noch Käfer, habe ich gerade gesehen. Oh, goddammit. Ich kann noch eine Blendgranate vielleicht herstellen. Und eine normale Granate. Oder zwei. Dammit, Käfer. Was machst du? Oh, der Aufzug ist schon da. Okay, das ist nett. Das geht aber schneller als normalerweise, oder? Ich glaube, dann gehen wir. Ach, die funktioniert jetzt, oder was? Na gut, wenn er nicht da ist, dann nicht, ne? Ach, gehen wir einfach. Egal jetzt. Es ärgert mich ein bisschen, dass wir hier jetzt so viel Munition verbraucht haben, aber passt schon. Ich hab genug von diesem Spiel. Eben. Ich auch. Ich auch. Oh, die Aran kommt doch. Er hat wieder zu viel Kraftsport gemacht. Zu viel. Wie heißt das? Was sich Bodybuilder spritzen. Ich will immer Heroin sagen, aber das ist wieder was anderes. Ich meine, das schließt sich nicht aus, ne? Aber das ist normalerweise nicht das. Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Steroide! Bring den umherirrenden Kindern die Erlösung. Steroide!
Das ist immer gut, wenn einem die Pointe von einem Witz nicht einfällt und man erstmal 5 Minuten lang Wortfindungsstörungen hat und überlegen muss, was man eigentlich gleich nochmal sagen wollte. So hitten Witze am besten. Luis! Ich mach dir einen guten Preis. Ach guck, das hätten wir jetzt beim letzten Mal auch noch schnell machen können, oder? Andererseits waren das auch wieder 10 Minuten. 10 Minuten. In 10 Minuten können Sie locker, jederzeit, wenn Sie sich die großen Städte anschauen, London, Heathrow, London, in 10 Minuten brauchen Sie da locker, um von der Innenstadt... Ja. Stoiber. Stoibers gestammelte Werke sind schon toll. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. Weil das ja klar ist. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza. Retten wir Prinzessin Dulcinea. Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Da ist was Neues reingekommen. Hier auch. Moment. Nee, ich wollte schon sagen, hier gibt's jetzt tatsächlich einen Schießstand, aber nee, kein Schießstand. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Aha, Rezept für Sprengpfeile. Das interessiert mich mal gar nicht, ehrlich gesagt. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Oh, haben wir da gerade... Hat er da gerade ein wichtiges Lore-Puzzleteil verraten? Ist sein echter bürgerlicher Name pingelig? Wie bitte? Ja. Unsere Ware her. Ja, Paul Pingelich, ich hab's erraten. Okay, speichern wir mal. Habt ihr mitbekommen, dass Linkin Park wieder gibt? Crazy, oder? Okay, wartet mal, ich hab zwei. Welche wollte ich denn behalten? Die Broken Butterfly wollte ich wahrscheinlich behalten, oder? Dann wär's gut gewesen, wenn ich jetzt die 3 Magnum-Schüsse rausgehauen hätte. Aber okay. Machen wir jetzt dann, wenn die Kettensägen-Leute kommen. Dann ist Magnum-Zeit. Ja, Linkin Park hat sich wieder, ist wieder da. Die haben jetzt eine neue Frontfrau und hatten jetzt auch so einen Live-Auftritt und haben dann 9 Song gespielt und einige Klassiker. Und ich habe da sehr, sehr gemischte Gefühle. Sehr gemischte Gefühle, weil einerseits ist die neue Frontfrau wirklich ziemlich awesome. Da kann man also wirklich nichts sagen. Der neue Song ist auch ziemlich geil. Ich weiß nicht, die haben es geschafft, dass ich ein neues Lied zum ersten Mal höre und mich super nostalgisch fühle. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Ne. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Linkin Park war halt schon so eine Jugendband für mich, so eine ganz wichtige. Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Naja, auf jeden Fall, finde ich das eigentlich echt cool. Und ich freue mich, ich bin gespannt zumindest, würde ich sagen, auf das Album, das jetzt in 2 Monaten, glaube ich, dann droppt von denen. Aber irgendwie fühlt es sich auch ein bisschen falsch an, ne? Auch wenn es jetzt schon irgendwie fast 10 Jahre her ist. Aber Linkin Park ohne Chester, oh, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich wirklich nicht. Das fühlt sich einfach nicht gut an für mich. Ich find's gleichzeitig awesome und gleichzeitig weiß ich einfach nicht, ne? Naja, mei. Warte mal, hat der einen Laborkittel an? Ist das irgendwie... War der nicht richtig geladen oder war das hier ein einzigartiger Skin oder irgendwas? Hä? Was war denn das jetzt gerade? Bin gespannt, ob da noch mehr davon rumlaufen mit Kittel. Warum sollten die hier welche mit Kittel auch reinstellen? Also ich überlege jetzt gerade so aus Modder-Perspektive, ne? Macht das irgendwie Sinn? Ah, ich wollte gerade gucken, wie gut die Hitboxen hier sind an der Stelle. Das war gerade nicht gut, aber jetzt kann ich durchschießen, das ist schön.
Na komm, ein Kuhmann weniger, das wäre es mir wert, dass wir dafür die ganze Scharfschützenmunition verschießen. Ja, geht doch, sage ich auch. So war's das. Haben wir jetzt erstmal alle weggeschossen? Ah, guck mal, da hinten sehe ich noch ein Beinchen wackeln. Unter der Treppe. Ja, ja. Ja, aber ich muss schon sagen, ne? Auch wenn es sich, wie gesagt, echt falsch anfühlt, als die Crawling gespielt haben, hatte ich schon fucking Gänsehaut einfach sofort wieder. Oh, das ist schon gut. Und die neue Sängerin ist auch wirklich gut, ey. Ist schon toll. Ich überlege gerade, ob man das ganz kurz... Ich mach das. Ey, das Video wird wahrscheinlich geclaimed, aber scheiß drauf. Ich mach nur ganz kurz jetzt, Leute. Ganz kurz. Jetzt wartet mal kurz. Nur schnell den Refrain von Crawling. Hört euch das mal an, falls ihr es noch nicht gehört habt. Jetzt haben wir ein bisschen Resident Evil 4 Sound im Hintergrund, aber wird schon gehen. Warte mal, ich suche mal schnell die Stelle. Okay, warte mal. Achtung, okay. Ich mach nur kurz. Bitte nicht striken. Nur ganz kurz. Okay, genug. Oh, ist schon geil, oder? Ich habe schon jedes Mal wieder Gänsehaut einfach, ne? Die hat auch wirklich die passende Stimme dafür. Die Interpretation, die Version von dem Lied funktioniert für mich schon auch perfekt, ne? Naja. Oh Gott, du hast mich erschrocken. Oh. Ah, Kettensägen-Person, Frau, Achtung. Nein, nicht nachladen. Oh nein, ist es schon zu spät? Es ist noch nicht zu spät gewesen. Okay, aber jetzt muss ich echt dringend irgendwie Waffe wechseln. Oh, da ist ein kleiner MC Hammer. Die gibt's ja auch noch, ne? Lustig. Warte mal, habe ich nicht noch eine Granate? Die wäre hier gerade so schön. Habt ihr solche Passagen eigentlich auch mit Durchlaufen gespielt? Weil ich bringe mal einfach gerne alle um. Oh, ich hasse Luis hier in der Passage, wirklich. Ich bin hier echt kein Fan von Luis KI, weil jedes Mal, wenn mich einer packt... Echt jetzt? ...befreit er einen. Zumindest meistens. Und zwar immer in dem Moment, wo ich eigentlich gerade meine Kontertaste ganz intuitiv drücke. Und dann stehe ich immer da, weil der mich plötzlich loslässt, der Gegner. Na, mach ruhig weiter da draußen. Ich finde das ganz gut eigentlich. Super, jetzt ist meine kugelsichere Weste explodiert. Und hau mit dem Messer in die Luft und bin schutzlos. Das nervt. Nein. Ich dachte, die Explosion hält sie jetzt vielleicht vom Verwandeln ab. Ich finde, das wäre nur fair gewesen. Aber gut, okay. So, das war es ziemlich sicher noch nicht, ne? Laden wir alles mal ein bisschen durch, was wir noch haben. Das kommt mir jetzt gerade, abgesehen von irgendwie so einem Kuhkerl, bis jetzt relativ normal vor, ne? Jetzt schauen wir mal, ob mir diese Worte noch im Halse stecken bleiben. Ich hoffe es doch. Auch sie ist normal. Sie muss da sein, ne?
Resident Evil 4 Remake ist schon verdammt gut. Es ist schon einfach verdammt gut, wisst ihr? Weil das Gameplay an sich so viel Spaß macht. Und wenn das Kämpfen, das Zielen, das Schießen, das Looten auch, wenn das Basic Gameplay, einfach nur das Spiel zu spielen, so viel Spaß macht, dann kann man halt einfach nicht mehr viel falsch machen. Und dann haben die das aber auch noch hinbekommen, das mit gutem Game Design zu kombinieren. Abwechslungsreich, interessante Szenarien und so weiter. Und das ist einfach da, also da ist sehr viel richtig gelaufen bei dem Spiel. Sehr richtig gelaufen. Oh, ich höre Schreie. Ach, come on. Haben die einen Sniper hingesetzt oder was? Das ist ja cheesy. Puff. Come on. Was war denn das? Eine Sprengvase. Wenn ich jetzt die Tür gar nicht aufmache, ne? Kommen die gar nicht rein. Also kommen die nur von oben rein. Und dann ist ihre Überzahl bekenntnislos oder irgendwie sowas. Shit. Mein Gott, jetzt kick ihn doch. Kick ihn doch endlich. Hey, wenn dir auch noch der Kopf platzt, wäre es cool, wenn das jetzt passieren könnte. Weil dann lohnt es sich, dass ich keine Blendgranaten mehr habe. Oh, shit. Augen zu. Und durch. Gut, okay. Ich muss echt, merke ich so, das Kontern wieder ein bisschen üben, ne? Das habe ich irgendwie gar nicht mehr im Blut. Okay, ich höre irgendwo eine Kettensäge und ich habe keine Ahnung von wo. Ich glaube, ich wäre gerade fast gestorben. Holy shit, das ist ein... Oh nein, das ist ein... Oh Gott, ja. Mit dem ist nicht zu spaßen. Das ist ein crazy Chainsaw Man. Shit. Verfolgt der mich bis hierher? Den gibt's normalerweise im Hauptspiel gar nicht, sondern in der Demo von Resident Evil 4 konnte man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit ein bisschen Glück, den Crazy Chainsaw Man, glaube ich, hieß er oder irgendwie sowas, freischalten. Also der zufällig sah dann plötzlich der Titlescreen anders aus und dann kam plötzlich der Kerl statt ein normaler Chainsaw Man. Und ja, genau. Dann war es eben auf dem Dorfplatz super krass und schwierig und alles. Und wie gesagt, mit dem ist wirklich nicht zu spaßen, weil der ist schnell und absolut crazy. Aber ich kann zum Glück seine KI hier ein bisschen ausnutzen, verarschen. Und ich hoffe, der Loot ist geil, den wir kriegen, wenn wir den umbringen. Ich meine, guckt euch den an, wie er abgeht. Sieht auch ganz schön lustig aus, oder? Da habe ich ihn jetzt doch leicht irritiert gerade. Der war gerade so schön am Abrocken mit seiner Kettensäge. Guckt euch an, wie schnell der auch ist, ne? Leon, die geht auf mich. Ja, danke, aber ich muss genau nicht richtig unbedingt immer in deine Richtung gucken eigentlich. Na, obwohl, ne? Man muss die ja auch irgendwie auffangen, verstehe ich schon. KI kaputt, KI kaputt, KI kaputt. Aber leider ist mein Aim auch kaputt.
Ja, mach ich. Danke. Wie aufmerksam. Oh, was liegt denn da am Boden? Ich dachte gerade, das hätte geblinkt wie ein Item, das ich looten könnte. Komm schon, er blutet, also kann er sterben. Und er hat schon 4 Magnum-Schuss abbekommen. Ich sollte, wenn ich, weißt du, in der Situation ein Messer reinrammen, das wäre halt ziemlich gut. Das haut rein. Aber ich will eigentlich gar nicht so nah an ihn ran. Deswegen. Oh oh, er kommt direkt auf mich zu. Puh. Yes. Gut. Hoffentlich droppt er jetzt den epischsten Loot aller Zeiten. Dynamit. Questgegenstand. So kann man es natürlich auch machen. Wartet mal ganz kurz. So, falls ihr jetzt kurz, seit wir uns den Song angehört hattet, ein kleines Echo im Spiel hattet. Sorry. Sollte jetzt vorbei sein. Ja, stimmt, die TMP hätte ich auch noch gehabt, ne? Theoretisch. Naja, ich habe mich schon gewundert, dass die hier so sparsam mit neuen Gegnern und sowas sind, ne? Und dann hauen die einem einen Doppel-Chainsaw-Man noch rein. Das ist schön. Ich bin gespannt, ob die Lorenfahrt verändert haben. Das ist sowas, das funktioniert halt auch rein von der Spiellogik und technisch ganz anders wie die anderen Gegnerplatzierungen. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht einfach auch schwerer zu modden ist. Selbst wenn die das modden hätten wollen, wisst ihr? Deswegen bin ich gespannt. Oder ob die es wie bei Delago gemacht haben und es ist einfach nach einem Speerwurf sofort vorbei. Okay, macht Sinn, dass der das Dynamit hat, ne? Ist cool. Dann ist das quasi so ein Bossgegner, den man besiegen muss, verstehe ich. Aber ich hätte jetzt schon gern gelben Edelstein von dem gehabt. Muss ich schon sagen. So. Hält sich erstaunlich gut. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Wo ist die Schreibmaschine? Weil jetzt speichern wir. Beziehungsweise gehen wir dann zum Händler. Jetzt speichern wir erstmal. Immer fest speichern. Na schön, Leute, machen wir für heute auch schon wieder Schluss. Ich habe vor, dass wir in nächster Zeit öfter auch so Let's Plays mit reinstreuen. Ne? Ich muss echt gucken. Das ist immer schwierig. Ich neige stark dazu, wenn ihr schon länger mich verfolgt, dann habt ihr das schon mitbekommen, dass ich meine Zeitpläne überlade, dass ich mir viel zu viel vornehme und dass dann immer Sachen hinten runterfallen. Deswegen versuche ich auch immer, mich mit meinen Versprechungen sehr vage auszudrücken, weil ich kann es meistens eh nicht halten. Aber mein Ziel wäre es, dass ich wenigstens zusätzlich zu den Streams ein paar Let's Play-Folgen jede Woche aufnehmen könnte. Und wenn es nur 1, 2 sind jede Woche, ne? Aber halt jede Woche so ein paar Let's Plays noch zusätzlich zu den Streams, damit wir vielleicht in so Richtung tägliche Uploads hier auf den Let's Play-Kanal kommen und damit das auch nur ansatzweise realistisch ist, muss ich aber die Let's Play-Folgen einigermaßen kurz halten. Also wir sind jetzt eh bei einer halben Stunde, das ist eigentlich schon zu lange für mich. Ich möchte eigentlich so 20 Minuten erreichen. Aber manchmal, so wie jetzt, ne, mitten unterm Kettensägenkampf, höre ich natürlich auch nicht auf. Aber gut, wird auch mal kürzere Folgen geben. Na, dass ihr es wisst, will ich keine Beschwerden hören. Dafür gibt es mehr Folgen, zumindest wenn der Plan funktioniert. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.